Aber für die erste Runde bin ich echt zufrieden. Guckt euch das an. Er kann nichts machen, weil er gar nicht checkt, wo ich überhaupt hingehe. Freunde, willkommen zum ersten Black Ops 6 Beta Gameplay. Wir springen direkt rein. Ich suche jetzt meine allererste Runde. Und ich habe ja in Washington DC schon beim CODnext Event auch Black Ops 6 gespielt. Meinungsvideo dazu kommt auf dem Hauptkanal. Falls ihr da interessiert seid, einfach wissen wollt, wie ich es so fand. Multiplayer, Zombies und Warzone natürlich auch. Jetzt die Beta hier zu Hause mit eigenem Setup. Bin sehr, sehr gespannt auf die Runden hier. Und wenn ihr übrigens noch Black Ops 6 Beta Keys braucht, Hauptkanal-Video abchecken oder im Livestream vorbeischauen. Alles in der Beschreibung verlinkt. Da sind wir auch natürlich dann live mit der Beta. Mal gucken, wie ich jetzt nach ungefähr 2 Wochen kein COD spielen vom Setup hier zu Hause performen werde. Meiner Meinung nach fühlt sich Black Ops 6 als Multiplayer wirklich gut an. Also ich weiß nicht, ob ihr selber schon gespielt habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich muss sagen, was ich bisher in Runden gespielt habe, kann ich nicht meckern. Ne? Also dafür, dass das Spiel jetzt auch 4 Jahre in Entwicklung ist, sollte es sich auch gut anfühlen. Und wir gehen mal direkt rein hier mit der XMG Glock. Nee, komm, wir nehmen die Jackal. Die soll ja auch ziemlich geil sein. Und go, 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 Leute. Es fühlt sich einfach gut an, ne? Jetzt auch schön von zu Hause. Maus und Key wieder am Start. Mal gucken, wie man weggeschlitzt wird. Und jetzt hier, zack. Neues Movement. Erster Kill ist da. Ganz wichtig. Ich nehme auch die Movement-Kills direkt mit. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Okay. Granate. Oh, was war das für ein... Wir haben schon den ersten Bug gefunden. Oh, das wird so nice. Ich freue mich, Mann. Endlich wieder Black Ops von zu Hause aus. Und ich kann auch sagen, es fühlt sich einfach nach einem Black Ops wieder an. Das ist ja auch das Schönste, was man dazu sagen kann, was man halt will als COD-Spieler, dass das Spiel wieder sich wie nach einem frischen COD anfühlt. Und jetzt nicht, als wäre das irgendwie, als würde es sich nach, MW 3.5 anfühlen oder so. Nice. Das ist einfach was... Ich hätte auch so machen können. Muss ich mir jetzt noch ein bisschen angewöhnen. Das neue Movement, ne? Mit Dolphin Diven um die Ecke sliden. Nur Slide geht halt auch natürlich so. Zack. Das finde ich halt auch so nice, dass du, während du movest, du kannst halt alles machen, ne? Stims gehen schneller reinzuhauen. Warum hat da nichts connected? Ach, es macht doch einfach Bock, wieder mal aus dem Key zu spielen, ne? In einem Multiplayer. Warzone ist halt immer ein bisschen... Bisschen schrecklicher. Ich finde, also das neue Movement ist wirklich eins der Dinge, die einfach... Oh, was wie? Das war safe durch die Wand, oder? Zeig mal. Infinity. Oh ja, also der Server hat Bock gehabt gerade. Ich hype es gerade auch ein bisschen sehr rein, aber ihr merkt halt einfach, ne, dass ich mich freue auf ein Black Ops 6 Jahr wieder. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, welche Black Ops Teile ihr so gern gezockt habt. Und das Feeling ist halt wirklich einfach... Ey, kann man sich damit das Stim raus? Ich glaube ja, ne? Also die Time to Kill ist geisteskrank gerade gewesen. Wie frech war das bitte? Na, kommt er? Noch eine, guck mal. Aber für die erste Runde bin ich echt zufrieden. Guckt euch das an. Er kann nichts machen, weil er gar nicht checkt, wo ich überhaupt hingehe. Nein, ein bisschen zu spät. Nein, erste Runde verloren. Dann noch eine. Sie macht einfach Klimmzüge. XMG ist drin. Weapon Inspect natürlich auch am Start. Wichtig. Boah, da machst du nichts gegen mein LMG. Ich spring mal kurz in die Gegner rein. Ich finde das so nice. Hau mal Nate rein, wir pushen die komplett. Freue mich auf jeden Fall auch dann, wenn ich die Sniper habe. Hat er nicht gemacht. War es ein Quickscope? Komm, zeig mal kurz. Oh, war clean, war clean. Kann man nicht meckern. So muss das sein. Waffen fühlen sich gut an, ne? Einfach schön Black Ops. Ich muss sagen, dieses Omni-Movement-Hinlegen-Feature auch an sich sehr, sehr geil, weil du meistens so als Gegner nicht so unbedingt erwartest, dass ein Gegner irgendwo liegt. Wisst ihr, wie ich meine? Was habe ich hier? Ah ja. Dann nehmen wir den Spaß ein. Ich mache jetzt mal eine geile Streak, sage ich euch. MP5 gefunden.
die neue... Oh, sieht anders aus. Ist wahrscheinlich ein anderer Lauf oder so, ne? Als beim Event. Das ist halt auch krass. So, einer kommt hinter dir, du machst... So den... Ey, das ist ja krank. So den Turn-On. Ah, hab ja keine Stim hier. Geh mal außen rum. Aber ich glaube, jeder, je nachdem, welchen Lauf du auch auf die Waffen packst, dann sehen die Iron Sights wieder anders aus. Ich habe nur so ein bisschen mitbekommen, so Abstürze, Startschwierigkeiten zum Release. Am Freitagabend, aber das hast du ja eigentlich immer irgendwie, ne? Den Omni-Movement-Kill nehme ich mit. Wenn das in Warzone sich dann... Also, fühlt sich ja obviously movement-technisch auch gleich an. Ich habe es ja schon gespielt. Aber es muss halt noch ein bisschen was gemacht werden am Warzone-Erlebnis. Weil es halt noch eine Alpha ist und so, ne? Was geht hier ab? Oh, wie er gesprungen kam hier. Zack, zack, zack. Nein, die Killcam. Ist das kacke. Yes, genau das. Du kannst mit Omni-Movement so viel machen. Ja, läuft. Wir greifen an. Er liegt als Sniper da vorne. Aber das Movement ist auch so schnell, ne? Wahnsinn. So, zeig, wo sie sind. Keiner hier. Dann auf einmal zwei. Gegen Omni-Movement. Flash, Stun und tot. Aber geile Kills. Genau so macht Multiplayer Spaß, Mann. So muss es sein. Boah, ich renn da in zwei und da in zwei rein. Aber was sagt ihr bisher so vom Feeling? Also bisher habe ich auch keine Probleme oder so, ne? Oh, jetzt hätte ich gerne noch eine Stim. Warte mal. Und dann kommt wieder keiner. Ich glaube, wenn ich hier nicht in die Gegner dumm reinrenne, was ich mache. Scheiße, das wollte ich nicht. Ja, die sind so im Headglitch da. Ich muss einmal hier in den Spawn rein irgendwie. Er wechselt die Waffe wieder. Mein Mausrad ist halt kaputt. Und manchmal macht er das. Dann müssen wir wieder Omni-Movement machen. Genau das. Ja, da bringt es ihm dann auch nichts, weil ich genau weiß, er macht Omni-Movement dahin. Campen. Jawohl, genau so. Let's go. So. Und jetzt wird gekocht. Ich gehe. Scheiße, Mann. Ich hätte ihn erst killen sollen, dann den anderen. Ich dachte, der andere ist so focused auf mich. Drohne raus und Abfahrt. Also ich hätte nicht gedacht, dass Multiplayer mir doch so Bock macht. Einfach weil... Weil es ein schönes Black Ops Feeling ist, ohne dass man denkt, so, ja. Ich hoffe, das wird langfristig auch geil. Und dann Sniper, ne? Hallöchen. Und den auch noch, ja? Wichtig. Stim rein. Gewinner sein, komm. Nein, ist ein bisschen zu spät. Der snipes halt auch so da hinten im Eck, ne? Hau raus. Zack. Das ist halt krass zum Pushen, ne? Also mit dem neuen Movement. Das ist so geil.
Und ich werde irgendwie immer vom gleichen gekillt, ne? Merkt ihr? Komm, jetzt gönn nochmal. Double Kill mit Nate noch. Wo kommt die Nate her? Guck mal, das ist COD-Timing. Shit. Ich bin gerade aus Versehen rückwärts geslidet. Und hab dadurch den, keinen Tod kassiert. Ist das geil. Weil der Sniper nicht hinterherkam. Natürlich, den Doppel-Defeat nehmen wir mit. Mein Team hat ja gar nichts gemacht. Keine Killanzeige. Doch, fast 40. Perfekt. Für eine entspannte Einspielrunde hier. Gegen den Typen, der hier komplett abgegangen ist auch. Hat sich sehr gut angefühlt, Mann. Also gerne eure Meinung mal reinschreiben. Lasst natürlich sehr, sehr gerne eine Bewertung, ein Abo da, falls ihr neu seid. Es kommen jetzt schöne Beta-Videos hier auf dem Kanal und gleichzeitig natürlich auch, ich freue mich krass auf Release, Multiplayer Grind, endlich mal wieder in einem schönen Black Ops-Teil. Aber mal gucken, wie es langfristig wird, ne? Keine, also Meinung kommt auf jeden Fall noch im Hauptkanal-Video. Checkt das gerne ab, Leute. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.